Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Haben Sie schon mal etwas davon gehört, dass die Musik mal auf 432 Hertz war und dann hat man es verändert auf 440? Was waren da denn die Beweggründe und was macht das für einen Sinn? Merken wir da überhaupt etwas, Sie oder ich zu Hause? Darüber möchte ich heute gerne diskutieren mit einer Dame, die Sie bestimmt kennen. Die Dame ist Sängerin, sie ist eine Dame, die auf allen Bühnen der Welt schon gespielt hat, 180 Konzerte in einem Jahr schon angeboten hat. Sarah Bennett ist heute da, auch in der Schweiz gut bekannt. Sie ist, glaube ich, die Stimme des Jahres 2016 gewesen, aber auch schon in Deutschland als Künstlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Und ich bin mal gespannt, was eine so begnadete Sängerin, die über 5 Oktaven auch singen kann, etwas weiß über diese Herzzahlen. Und nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und da ist mein Gast Sarah Bennett. Herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Ich danke dir. So viel Prominenz bei uns im Studio, schon eine große Ehrenfreude. Danke herzlich. Wie bist du auf dieses Thema auch selbst gestoßen oder was weißt du über diese Frequenzänderungen? Ich bin ja jemand, der sich mit vielen, vielen Dingen beschäftigt, über die letzten Jahrzehnte. Ja? Und ja, gerade wenn man sich mit dem Thema Frequenzen beschäftigt, stößt man natürlich auch unweigerlich darüber, dass Musik etwas mit uns macht. Ja? Und es war früher so, dass also die Frequenz 432 grundsätzlich für Musik angelegt war. Also die Musik war immer auf 432 Hertz. Also über hunderte von Jahren, also von Mozart, Beethoven, genau. Alles 432. Alles 432 Hertz. Und wir merken das auch, wenn wir klassische Musik hören. Das ist ganz egal, ob wir Klassik mögen oder nicht. Aber so ein schönes Violinenkonzert zum Beispiel, wir kommen sofort in den Parasympathikus. Und das ist eine unwahrscheinlich tolle Sache. Ja? Und dann ist aber irgendwann im Laufe des Nationalsozialismus tatsächlich diese Frequenz angehoben worden um 440 auf 440 Hertz. Und genau, und so ist das bis heute. Also alles, was wir im Radio hören, schwingt auf 440 Hertz. Und diese Frequenz hat eben die Eigenschaft, dass sie uns eigentlich aus diesem Parasympathikus in den Sympathikus hineinbringt. Anregt. Ja. Genau, sie regt uns an, sie regt uns auf, ja? Sie hält uns im Außen, sie lässt uns nicht bei uns ankommen. Und die Menschen sind über diese Frequenz sehr leicht auch manipulierbar. Mhm. Ja? Und das ist so bis heute. Aber das verstehe ich nicht. Ich meine, dass man das in den Nationalsozialismus-Zeiten gemacht hat, kann ich ja nachvollziehen. Man wollte vielleicht die Menschen anregen, motivieren, begeistern. Und, aber auf der anderen Seite ist irgendwann der Krieg vorbei gewesen. Und warum hat dann die ganze Welt diese 440 übernommen? Ich meine, Deutschland ist ja nach dem Krieg nicht so mächtig gewesen, zu sagen, diese Frequenz bleibt jetzt. Ja, ja. Wenn man das mal wüsste. Gell? Ja. Wenn man das mal wüsste. Es gibt ja viele Dinge, die eingeführt wurden und dann unter anderen Bedingungen einfach weitergeführt wurden. Mhm. Ne? Unter anderen Regierungen natürlich auch. Und das ist hier genau das Gleiche. Ja, man hat das beibehalten, wahrscheinlich, weil es sich bewährt hat. Oder, ja? Oder Musik darf nicht heilen. Das ist das ja. Also der Mensch soll in einem Beschäftigungsgetriebe sein, so sehe ich das. Es ist wichtig, dass der Mensch in einem Beschäftigungsgetriebe ist. Denn sagt dann übrigens die WHO auch, ein Mensch muss produktiv sein. Das steht in den Grundbedingungen der Gründungsurkunde der WHO. Ja, nur ein produktiver Mensch ist ein guter Mensch. Genau das. Und genau das haben die Menschen auch mittlerweile auf ihren Zellen gespeichert. Ja, wir sehen das, dieses Rastlose, dieses Ruhelose. Genau, und das ist eben ein produktiver Mensch, ist ein konsumierender Mensch. Ja? Und Konsum ist letztendlich das, was die Wirtschaft ankurbelt. Ja? Und ja. Höre ich den Unterschied, wenn ich jetzt ein Lied höre auf 432 und dasselbe Lied auf 440? Du spürst es. Es ist. Du spürst es. In mir drin löst sich was andere Emotion aus. Die Gänsehaut. Es war. Die Gänsehaut. Dieses typische, so dieses. Weißt du, diese tiefe Sehnsucht, diese Sehnsucht nach etwas, so dieses Gefühl, jetzt kommen mir die Tränen, ne? Jetzt kriege ich Gänsehaut. Das fehlt bei der 440 Hertz. Ja?
oft, nicht immer, aber sehr oft. Ja. Es gibt natürlich, du kriegst dann Gänsehaut, weil du das Lied vielleicht aus der Kindheit kennst oder, ne? Oder du erinnerst dich zurück. Aber es ist ein anderes Erleben, wenn du das auf 432 Hertz hörst. Und es gibt Radiosender, in der Tat, die sich das wieder zu eigen machen und die ihre Musik für die Zuhörer dahingehend auch bearbeiten, ja, auf 432 Hertz. Und es ist erstaunlich, was es macht, ja. Und ja, ich finde, da dürfte es noch mehr geben, ja. An der letzten Awardverleihung hat ja die Geigerin ja wieder so schöne klassische Musik gespielt, dass mir tatsächlich manchmal die Tränen gedrückt hat. Kann ich davon ausgehen, dass sie dann genau eben auch auf dieser Frequenz gespielt hat? Ja, genau. Diese alten Songs, diese großen klassischen Lieder, wenn die im Fernsehen mal kommen würden, werden die dann jetzt auf 440 gespielt? Oder? Das kann ich dir nicht mal genau sagen, das weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Wie so wird ein Mozart, ein Strauss und die Beethoven. Logisch wäre es, ja, dass es dann eventuell dann umgezwitscht wird oder umgepitcht. Ich glaube, sie wurden alle umgezwitscht auf 440. Genau. Gut, vieles ist ja auch live dann. Ne? Aber das ist halt, du hast nochmal ein ganz anderes Erleben, wenn du ein klassisches Konzert live hörst. Wenn du da sitzt, ja. Und du hörst die Violine. Noch. Du hörst, du hörst die Oboe, ja. Das ist, du hast ja sofort dieses Gefühl, das schwingt in den Zellen, das ist ja Frequenz. Ne? Und es erreicht dich bis in die Fußspitzen. Ja? Und darum geht's. Ja, da habe ich auch gesagt, wenn du genau das hörst, emotional im Herzen berührst wirst durch Musikfrequenzen. Genau. Wer ist dann noch in einer Gewaltbereitschaft oder im Ego, sondern er ist eigentlich nur im Herzen verankert, in eine liebevolle Aura reingepackt, voller Harmonie. Ja, und genau. Und das ist eben, wir haben ja raue Zustände im Moment auch. Ja? Wir sehen, dass die Gesellschaft immer weiter auseinandergeht. Wir sehen, dass die Gewaltbereitschaft immer mehr zunimmt, ja, und die Hemmschwelle immer mehr sinkt. Das sind natürlich viele Faktoren, die da zusammenkommen, ja, die das begünstigen und beeinflussen. Aber Frequenzen sind da ein ganz, ganz großes Element, ja. Und vieles geht auch über die Musik, ja. Ich kann mich erinnern, als ich selber Kind war, da war gerade so dieses Techno und dieses kam gerade. Ne? Wir haben uns alle die Augenbrauen grün gemalt und dann sind wir in die Disco. Aber wir waren auch immer, wie soll ich sagen, unausgeglichen. Ja, unausgeglichen. Ja, genau. Dieses Selbstzerstörerische. Ja. Ja? Unter Strom ständig. Ja, ja, unter Strom. Genau das, unter Strom. Ja. Und diese Ruhe, dieses bei sich ankommen, das findet überhaupt gar nicht statt. Ja? Und das hat schon einen großen Einfluss auf uns, ja, die Frequenz in der Musik. Ja. Gut, nochmals, man sagt ja immer, Musik kann heilen. Ich glaube es ja auch. Aber wenn man jetzt das hört, und auf der anderen Seite hatte ich einen Wissenschaftler da vom Luft- und Raumfahrt, der hat mir das auch gezeigt, dass diese 432 immer bei jedem Menschen, haben sie getestet, was so eine große Studie, immer sofort den Parasympathikus stimuliert. Das heißt, und wir wissen ja in der Medizin, Heilung ist nur möglich im Parasympathikus. Genau das. Also müssten wir uns ja eigentlich genau diese Musik anhören, dann sind wir im Entspannungsmodus und können dem Körper die Chance zur Heilung geben. Wir haben ja die Möglichkeit, ja. Also es gibt ja diese Solfeggio-Frequenzen, ja. Es gibt ja verschiedene Frequenzen, die wir uns anhören können, ja. Gerade auch in der Meditation, ja. Es gibt wunderbare Frequenzen, die uns sofort in den Parasympathikus bringen und sofort auch in die Heilung bringen. Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche. Und wo wir auch sofort bei uns ankommen, ja. Und da kann ich wirklich nur an jeden appellieren, sich ein kleines bisschen reinzufühlen, sich da mal ein kleines bisschen reinzuarbeiten, in der Meditation vielleicht auch einfach mal diesen Frequenzen zu lauschen. Ja, es gibt da tolle Anbieter, auch auf YouTube habe ich jetzt gesehen, und die einfach auch dazu beitragen, dass wir bei uns ankommen. Ja? Und gerade auch nach einem Tag der Hektik, ja, der Angst, viele sind in der Angst, ja, dass wir da versuchen,
was heißt versuchen, der Versuch birgt das Scheitern, dass wir da einfach ins Tun kommen, ja, und uns damit einfach mal mehr auseinandersetzen. Ja? Nimmst du dir die Zeit zur Meditation? Ich meditiere viel, aber ich meditiere immer in der Stille, weil ich den ganzen Tag in der Praxis ja immer in Beschäftigung bin und immer im Sympathikus auch, ja, und immer beim Patienten und will bei mir in der Stille ankommen. Das ist für mich ganz wichtig. Ja? Und das ist dann eher die Frequenz meiner Seele, der ich dann zuhöre. Ja, das ist auch Musik. Ja, die eigene Frequenz, die eigene Musik, der eigenen Stimme des Herzens zuhören, ja, hinhören. Was sagt die mir? Auch so ein Tinnitus, ja. Viele haben Tinnitus. Was sagt der mir? Ist mein kleiner Warner innerlich, ja. Genau, und das mache ich sehr gerne in der Badewanne. Badewanne, das Thema hatten wir schon mal, einfach auch in den Ursprung zurück, der Mutterleib. Da kommen wir her, das ist so, daran erinnern wir uns auch, da waren wir geborgen, da haben wir uns wohlgefühlt, da hatten wir all das, was wir hier im Außen suchen. Ja? Und auch zweimal in der Woche in der Badewanne, ja, für eine Stunde, das ist so schön. Wunderbares Basenbad, ja, ja, im Idealfall, was dann wirklich auch auf zellulärer Ebene und auf geistiger Ebene Detox betreibt. Mhm. Und das dürfen wir in diesen Zeiten detoxen. Ja? Mein Wort im Moment, also mein Lieblingswort, Detox, Entgiftung, auf Deutsch natürlich, einfach geistig-körperlich entgiften. Mit den richtigen Frequenzen, mit den richtigen Mitteln, ja, und in der richtigen Umgebung. Ja? Das ist erstaunlich, was es macht. Es öffnet alle Türen und macht manche Tür zu. Aber das ist auch gut so. Die mentale Entgiftung oder Vergiftung, es sind ja auch immer wieder Mediensachen, die immer über uns kommen. Da habe ich mal mit dem Christian Schubert diskutiert. Er sagt mir, er informiert sich ja immer noch, was so in den Mainstream kommt. Und da habe ich ihn gefragt, ja, aber du, meinst du, dass das deiner Psyche nicht schadet, das anzuhören? So, ja, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich tut es schon was. Wir stehen nicht darüber, über solche Informationen. Und wenn du von Hygiene redest oder von Detox, ich glaube, wir sind alle gut beraten, wenn wir nur noch die Hälfte der Schlagzeilen lesen würden. Aber wir stehen nicht darüber, weil wir ins Drama gehen und weil wir in die Angst gehen. Deswegen stehen das wir nicht darüber. Das fragt sich, macht es im Unterbewusstsein doch noch eine Angst? Genau. Aber da darf ich mir wieder die Frage stellen, will ich das hier in Angst oder in Liebe erleben? Ja? Ich lese das ja auch. Ja? Und ich bin den ganzen Tag da drin. Ja? Ich habe meine Praxis und nebenbei habe ich ja meinen Kanal auch auf Telegram, wo ich die Menschen auch aufkläre, der im Übrigen im Moment natürlich viel zu kurz kommt, weil ich viel unterwegs bin. Und ich beschäftige mich viel. Ich tausche mich viel aus, auch über diese Dinge. Aber ich nehme das Drama da komplett raus, weil ich weiß, dass es nur eine Kulisse ist. Es ist eine Kulisse. Absolut. Ja. Und trotzdem, wenn wir wissen, wie viele Gedanken ein Mensch durchschnittlich pro Tag hat und wie wenig davon bewusste Gedanken sind, dann frage ich mich, ist diese große Masse an unbewussten Gedanken gesteuert und getriggert von den Dingen, die ich mit nicht sauberen Informationen oder sauberer Hygiene eigentlich in mir aufnehme, mental, ob die da was machen. Und die Summe aller unserer Gedanken erschafft letztendlich auch das, was ich bin. Ja, genau. Und das ist, deswegen ist es so wichtig, wirklich da in diesen Detox zu gehen. Ja? Ich mache es zum Beispiel so, dass wenn ich abends aus der Praxis komme und die persönlichen Schicksale der Menschen und auch Energien, ja, die sind ja da, die habe ich ja auch dann dabei. Ich nehme die mit nach Hause. Und dann verbinde ich mich. Ich verbinde mich und mache mich frei, ja, ich reinige mich, schicke das alles ins Licht, diese ganze Energie, ich schicke die nicht zurück zu den Menschen, sondern ich schicke sie zurück. Das mache ich einfach, schicke sie in die Energie, ins große Licht oder wohin auch immer, ins große Ganze. Und genau, mache mich selber davon frei. Und das ist wichtig, dass man das Gefühl hat, ich bin frei. Ja, ich bin nicht behaftet. Ich bin nicht belastet. Ja, und das finde ich ganz, ganz wichtig. Was mir im Moment auffällt, ist, dass man hinsichtlich dieser geistigen Blockierung, ja, dass man da schon ganz früh im Moment auch ansetzt bei unseren Kindern.
Ja? Die werden wirklich regelrecht geistig blockiert. Mhm. Ja? Ich habe das jetzt beobachtet, ein Mädchen in meinem Freundeskreis, die irgendwelche Comics liest, ja? Manga-Comics, unwahrscheinlich düster, depressiv, wo es um Morde geht, wo es um nicht geliebt sein, das nicht geliebte Kind. Also der Held ist praktisch das ungeliebte Kind und hat seine ganze Familie umgebracht, ja, und hat dann Freunde bekommen und so weiter. Also es wird eine Atmosphäre geschaffen für unsere Kinder, die praktisch diese Depressivität, die sowieso aufkommt, ja, durch all diesen Trubel der heutigen Zeit, die das noch verstärkt. Ja? Da werden dann Helden geschaffen, die eben genauso dunkle Gedanken haben. Es wird eine Normalität geschaffen für diese dunklen Gedanken. Und das ist das, was mir ganz, ganz viel Sorge bereitet im Moment, wo ich mir viele Gedanken mache. Habe neulich mit einem achtjährigen Mädchen gesprochen, die zu mir sagte, du tust immer so, als ob das ganze Leben der Hammer wäre. Ich sag, du, das Leben ist der Hammer. Das war was, das konnte die Kleine gar nicht nachvollziehen. Ja. Und da finde ich, im Moment müssen wir auch ansetzen, ja, bei unseren Kindern. Ja, es wird frequenzmäßig ganz, ganz viel gearbeitet. Auch, wir dürfen das auch nicht unterschätzen, 5G, ich will es immer wieder sagen, auch das. Ja. Es wird irgendwann 6G kommen, es wird 7G kommen, es wird 8G kommen. Ja. Was kommt da auf uns zu? Ja? Und wie reinigen wir uns von all dem? Ich bin der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, wenn ich der festen Überzeugung bin, dass mir das nicht schadet, ja, und dass es zum höchsten und besten Wohle ist für mich, dann kann ich das beeinflussen, wie sehr es mir schadet und ob es mir schadet. Ja? Aber es gibt viele Menschen, die sind so im Drama. Ich sehe das auch gerade bei den Menschen, die jetzt ganz bewusst auch ins Bewusstsein kommen, ja, dass die ganz, ganz viel Angst haben, ja, gerade vor dieser Technologie, vor diesen Frequenzen. Ja. Und dann kommt zu diesen Frequenzen, die auf uns einströmen, natürlich noch die niedrigste Frequenz dazu, und das ist die Angst. Ne. Und das ist natürlich das, was uns komplett die Energie raubt. Und das brauchen wir nicht. Ja, es ist immer so eine Gratwanderung. Gell? Mhm. Meine Elektrosmog werden wir nie gesund reden können. Das macht mit jedem physikalischen Körper was. Es reißt die, wir können sie auch messen, diese Ströme bleiben auf der Haut kleben und reißen aus der Zellelektrik Elektronen raus und die Zellelektrik sinkt. Und das kann man ja auch wirklich gut nachvollziehen. Ich persönlich bin sogar noch einer Meinung, aber wie gesagt, ich bin da völlig alleine. Niemand deckt meine These. Ich bin der Meinung, Elektrosmog ist verantwortlich für die Klimaerwärmung. Weil die Mikrowellen sind nichts anderes als die gleichen Mikrowellen wie im Mikrowellenbackofen. Mhm. Und wir haben den Mikrowellenbackofen nach außen verlegt und alles da draußen ist Mikrowelle. Mhm. Und Mikrowelle bringt die Wassermoleküle in Schwingung und das erzeugt Wärme. Mhm. Dieses Thema wird nicht diskutiert. Mhm. Es gibt nur eine Ursache, das ist der CO2 und Elektrosmog hat nichts mit Klimaerwärmung zu tun. Mhm. Hört man nichts. Ja, 0,04%. Aber meine These müsste man doch wenigstens mal widerlegen und sagen, hey, kann gar nicht sein, aber hallo, es ist Mikrowelle. Man müsste so viele Thesen widerlegen. Ja? Aber Mikrowelle wärmt ja? Und das ist alles voll. Also ich kenne mich da zu wenig aus. Das ist auch nicht mein das ist nichts, womit ich mich auskenne. Hm. Ja, das ist nichts, womit ich... Da kommen wir zurück zu dem 440er. Da haben wir ja eigentlich reden wollen. Gibt es auch therapeutische Geräte, ich sage immer so Frequenztherapien, wo man mit 440 Megahertz Hertz den Körper eigentlich sofort in die Entspannung reinbringt? Im Prinzip gibt es verschiedene Frequenzgeräte, ja, die sofort dafür sorgen, dass der Körper in den Parasympathikus geht. Da gibt es ein Wunder, das ist aber generell, also wenn der Körper in die Ruhe kommt, wenn der Mensch, der Geist in die Ruhe kommt, da fängt es ja an, ja, dann, das ist das Allererste, komm erstmal in die Ruhe für dich, ja. Dann schwingst du automatisch ganz anders. Ja, dann bist du ja sofort im Parasympathikus. Aber es gibt Geräte, die das unterstützen, ja, die diesen Heilungsprozess unterstützen. Und ein Gerät ist ja auch super, der Wasservitalisierer von Arthur Trinkle, den setze ich da auch sehr gerne ein für die Frequenzakupunktur, ja, wo du sofort merkst, der Patient kommt in die Ruhe, ja,
Und der Parasympathikus wird aktiviert. Mhm. Ja, das ist erstaunlich. Also viele schlafen ein. Mhm. Ich lasse sie dann auch liegen, ja, weil das wichtig ist, ja, dass sie das einfach auch voll ausleben und genießen. Ja. Und auch das Papillengerät, tolle Sache. Ja, also wo du wirklich den Parasympathikus sofort aktivierst. Ja. Und dann ja, auch das richtige Atmen. Mhm. Ja. Das richtige Atmen mit Energy, eine Technologie, die, ja, die ich immer nur wieder loben kann. Ja, denn Atmung, wir sind das, was wir atmen. Ja, das ist unsere erste Nahrung, ist die Luft mit all ihren Bestandteilen, die sie nun mal hat. Ja. Sauerstoff, 21% Sauerstoff, ja. Und natürlich all die anderen Komponenten, ja, die uns einfach nähren, die unserer Zelle Energie geben. Ja. Und ja, und genau, der Parasympathikus wird eigentlich immer dann aktiviert, wenn wir in die Ruhe gehen und ja, Heilung auf zellulärer Ebene resultiert daraus. Ja. Also für uns als Fazit, wenn wir Heilung suchen, sollten wir auch viel, viel mehr Musik hören, und zwar gute Musik. Genau, so ist es. Und wir sollten darauf achten, dass wir dann eine Musik wählen nach 432 Hertz. Mhm. Und auch wenn wir jetzt nicht eine kausale Aussage machen, dass Musik heilt, zumindest bringt es uns in die Entspannung und lässt Heilung überhaupt zu. Mhm. Und das finde ich ja einfach schon innerhalb, dass wir überhaupt über das Thema reden müssen, dass die Leute wenigstens in die Lage versetzt werden sollten, überhaupt Heilung zuzulassen, ist ja eigentlich schon peinlich. Mhm. Eigentlich sollte das das A und O sein, an Grundwissen für jeden betroffenen Patienten da draußen zu sagen, hallo, bevor ich zum Arzt gehe, ich muss mich mal entspannen, ich muss zur Ruhe kommen und alle die Rezepte und Sachen, Empfehlungen des Arztes auch in ein Milieu bringen, dass es überhaupt fruchten kann. Mhm, genau. Aber das wissen wir gar nicht verbunden, so kausal und so wichtig. Ja. Ja, wir müssen einfach tun, wir müssen tun. Und das ist ja übrigens auch ein Lothar Hirneise ist ja auch da ein Spezialist, ja. Der Krebsforscher. Krebsforscher, genau. Der sagt auch, also ein Patient, der zu mir kommt, der darf erstmal in die Ruhe kommen, ja, in die Ruhe kommen. Lies ein Buch. Ja. Ne? Ja. Lies ein Buch, entspann dich. Und wir haben so viele, so viele Patienten. Also ich habe unglaublich viele Patienten, die schlafen nicht, ja, die können nicht schlafen. Ja? Und der Parasympathikus ist ja wirklich auch in unserer Tiefschlafphase, ist der ja ganz aktiv, ja? Und ist und arbeitet für uns und tut ganz viel. Und viele Menschen kommen gar nicht in diese Ruhe rein, können das gar nicht, haben Gedankenkarussell, haben Gedankenkino. Und das ist auch übrigens, das stelle ich auch immer wieder fest, gerade bei Menschen, die viel auf das Handy gucken, auch abends, ja. Menschen schauen unwahrscheinlich viel auf dieses Handy. Ja, wir haben alle diese Handys und wir sind dauernd beschäftigt mit irgendwas und wir sind dauernd nach außen gerichtet. Und ich merke bei mir persönlich auch, wenn ich abends viel mit dem Handy beschäftigt bin, schlafe ich schlechter. Ja, lassen wir es einfach mal aus. Legen wir es einfach mal weg. Ein gutes Rezept ist, ja, abends, bevor man ins Bett geht, noch eine Sendung zu schauen, wo man lachen muss. Satire oder genau, was Lustiges. Genau. Da geht man mit einem fröhlichen Lachen ins Bett und der Parasympathikus ist schon wieder aktiv. Ja, genau. Oder es ist wirklich, ich hatte zum Beispiel, ich habe jetzt gestern noch erzählt, ich hätte mir vor 10 Jahren nicht vorstellen können, abends kein Fernsehen zu schauen. Ja? Heute ist das Ausnahme. Ich weiß gar nicht, woher die Menschen die Zeit nehmen, überhaupt abends vor dem Fernseher zu sitzen. Ich selber habe ganz andere Schwerpunkte mittlerweile. Ja? Vor 10 Jahren hat der durchschnittliche Deutsche 3 Stunden Fernsehen geschaut. Mhm. Und dann kam das Internet so groß auf, ja, und man hatte Angst, dass das Fernsehen jetzt zusammenbricht. Fakt ist, es sind heute 3 Stunden Fernsehen, immer noch, ja, plus 3 Stunden Internet. Ja. Ich schaue immer in die Ferne. Ja, es ist alles nach außen gerichtet. Ja, ja. Das ist ein ganz anderes Thema, ja, worüber könnten wir uns natürlich auch noch stundenlang, ja, unterhalten. Ja. Denn speziell auch im Showbusiness war ja alles nach außen gerichtet. Oder? Genau, genau. Man muss das jetzt nicht über spirituelle Themen daherkommen.
Aber nochmals zu 440. Ich mag mich an meinen Musikunterricht erinnern. Da war immer so ein Tack, 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 irgendwas eingestellt. Das war der Taktgeber, oder? Genau. Aber unten hat er da, was hat er da eingestellt? Der Rhythmus oder? Genau. Nichts mit Herz. Nein, das ist letztendlich nur der Taktgeber, genau. Mhm. Okay. Genau. Und wie muss man sich die Herzzahlen eigentlich vorstellen? Ist das innerhalb des Musik, sind die Saiten so gestimmt, dass wenn ich die Saite, eine Gitarre anklicke, dass die auf 432 schwingt? Das weiß ich selber gar nicht. Okay, ja, ich eben auch nicht so ganz genau. Das weiß ich selber gar nicht. Das weiß ich selber gar nicht. Ich weiß, also es ist, wie soll ich das sagen? Ich glaube, alles, was wir natürlich kreieren, ob das auf einer Gitarre ist, ob das auf einer Oboe ist, ob das auf einer Violine ist, schwingt automatisch in der richtigen Frequenz. Es gibt ja auch nicht nur die 432 Hertz, es gibt ja verschiedene Frequenzen. Und unsere Zellen gehen damit in Resonanz. Ja, unser Geist geht damit in Resonanz. Und er merkt sofort, was gut für ihn ist und was nicht gut für ihn ist. Und er sortiert auch aus. Ja? Genau, das merken wir auch in der Bioresonanz. Ja? Der Körper nimmt sich gute Frequenzen, die er jetzt braucht, um in die Heilung zu kommen. Ja? Und genau darum geht es. Es sind so viele verschiedene Frequenzen, ja, die uns immer umgeben. Und die Zelle nimmt sich das, was sie braucht. Das erleben wir auch bei dem Multiwellenoszillator. Ich arbeite ja mit dem Multiwellenoszillator. Und der hat eben dieses breite Spektrum von Frequenz, wo jede Zelle sich genau diese Frequenz raussucht, die sie jetzt braucht, ja? Und in die Heilung geht, im Idealfall. Genau. Ja? Das ist die Langwelle auf 150 MHz und darauf sind dann irgendwie 200 Frequenzen aufmoduliert. Genau. Genau, und da kann der Körper holen, was er braucht. Fantastisch. Fantastisch, was passiert. Mhm. Ja? Und das ist einfach ein Thema, das ist so umfassend. Mhm. Das ist einfach so umfassend. Ja, alles ist Frequenz. Ja. Und heute machst du 50% Musik und 50% als Frequenztherapeutin? Genau, genau. Ungefähr. Im Prinzip bin ich nur Frequenztherapeutin. Denn Musik ist die pure Frequenz. Ja. Und es gibt ja auch nicht nur die Frequenz, es gibt die Farbfrequenzen. Es gibt ja, ne, also bevor das Auge überhaupt die Farbe erkennt als solche, hat unsere Haut zum Beispiel diese Farbe schon aufgenommen. Mhm. Ja, also die Farbe wirkt zuerst mal über unsere Haut und dann erst das Auge. Und das ist ja ein Moment, der geht ja blitzschnell. Ne? Dass wir eine Farbe mit dem Auge erfassen, das ist ja schon, geht ja ruckzuck. Aber unsere Haut hat die Farbe schon viel eher aufgenommen. Und diese Farbfrequenzen, wir sehen ja auch nur ein gewisses Spektrum an Farben. Da ist ja noch viel mehr. Ja, es ist genau das Beispiel auch wieder. Genau. Nur weil wir es nicht sehen, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Ja, die Welt der Frequenz ist einfach unwahrscheinlich unbeschreibbar. Ja. Ja. Und ich bin auch jemand, ich habe ja erst angefangen auch damit. Ja. Ich bin im Begreifen. Ja. Die Entdeckungsreise hat begonnen. Ich bin Abenteurer. Ja. Ich habe jetzt 5000 Reise. Interviews gemacht. Ich lerne jede Woche wieder unfassbar viele neue Dinge. Ja. Es war mal ein Forscher da aus der Luft- und Raumfahrt, der hat nicht nur die Frequenz zugeordnet, jede Frequenz hat er analysiert auf Parasympathikus und Sympathikus, sondern auch Duftstoffe. Genau. Dann hat er, Duftstoffe? Farben. Mhm. Auch Farben. Es gibt Farben, die beruhigen und andere Farben regen an. Mhm. Und er hat alle Sinne angeschaut und da kann er sagen, nimm diese Frequenz mit dieser Farbe und diesem Duftstoff. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, das geht ja ins lymphische System, das geht ja ins Urvertrauen des Menschen rein. Wir müssen gar nichts machen, es passiert. Mhm. Was ist, wenn wir diese Art Medizin noch mit einbeziehen in diese herausragende Medizin, die wir jetzt schon haben? Das wäre fantastisch. Also da fällt mir sofort ein Beispiel an. Meine Mutter hatte, als ich Kind war, ein ganz spezielles Parfum. Und wenn ich dieses Parfum heute rieche, bin ich sofort in den Szenen meiner Kindheit. Ja. Das ist unfassbar. Ja, ja. Es gibt auch Musik, wo ich sofort weiß, wo ich da war. Ja. In dieser Disco genau das getanzt, oder? Ganz genau. So Emotionen. Ja. Zack, 30 auch, Jahre zurück. Dass man ganz genau weiß, ich weiß noch ganz genau, wie meine Kindergartentasche roch. Ja. Mhm. Und die roch immer so ein bisschen nach Banane.
Ja? Und wenn ich heute Banane esse, ich bin immer sofort dort. Ja? Ich bin immer sofort da. Ich weiß genau, ich habe direkt wieder alles vor Augen. Ja? Die ganze Szenerie, mein Kindergarten, meine Kindergartentasche. Das sind ja Sachen, da haben wir manchmal gar keinen Zugriff drauf im Alltag. Weil wir viel zu sehr zu sind mit allem. Ja? Und diese Gerüche. Ja? Ein Arzt aus der Innerschweiz, ein Schmerztherapeut, hat mir mal erklärt, es gibt zum Beispiel Lavendelduft. Mhm. Und hat mir gesagt, dieser Lavendelduft stoppt bei Männern das weitere Wachstum vom Prostatakrebs. Lassen wir das einfach mal stehen. Ob stimmt oder nicht stimmt und wie Wissenschaftler oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber warum sollte man es nicht nutzen? Einfach nur nutzen. Und da gäbe es auch einen Duftstoff gegen Brustkrebs. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist ja unfassbar einfach. Man muss doch jede Chance nutzen. Genau. Und wenn wir eine Frequenz, einen Duftstoff, der über das lymphische System viel mehr auslöst, als wir uns vorstellen können, ja, wieso denn nicht? Genau. Ich habe eine sehr, sehr gute Masseurin in der Praxis, die viel mit ätherischen Ölen auch arbeitet, ja, und sich da unwahrscheinlich gut auskennt. Das ist unfassbar, was Düfte mit uns machen, ja, und was sie können. Und letztendlich ist man da auch wieder im Thema Eigenverantwortung. Probier es aus, kauf dir ein Buch über Aromatherapie, ja, und geh in die Eigenverantwortung, lies dich schlau und schaue, was tut dir gut. Und letztendlich ist es ja diese ganze Heilungsgeschichte ein Zusammenspiel unterschiedlichster Faktoren. Ja. Und da darf jeder für sich selber ausprobieren. Ja. Was meinem Nachbarn gut tut, damit gehe ich vielleicht nicht in Resonanz. Damit resoniert mein Körper nicht. Mein Körper resoniert mit etwas anderem. Ja? Und es ist einfach unglaublich. Man darf sich kennenlernen. Mhm. Beginnen wir damit, uns selber kennenzulernen. Unsere Frequenzen selber herauszufinden. Wie schwingen wir eigentlich? Was sind wir eigentlich für Wesen? Und warum sind wir, wie wir sind? Warum schwingen wir so, wie wir sind? Wie wir schwingen, ja? Also zu einer Sarah Bennett kann man sich therapeutisch behandeln lassen. Du praktizierst, ihr Büro ist alles offen. Genau. Also wir sind in Luxemburg. Ja, ich habe da eine Praxis für Frequenztherapie. Und es ist erstaunlich, es sind Leute dabei, die kommen krumm rein und gehen gerade raus. Ja, gerade auch Schmerzpatienten. Ja, und also auch wirklich Patienten aus allen Ebenen. Ja, es kommt der Patient mit Tinnitus, es kommt der Patient mit schlecht heilenden Wunden, der Schmerzpatient, der Diabetespatient, der Krebspatient. Es ist jeder dabei, also wirklich jede Sorte Patient. Es kommen auch Leute, die einfach nur reden wollen, ja, die einfach wissen wollen, wie kann ich optimieren. Ja? Also das ist ganz, ganz mannigfaltig. Mhm. Das ist wunderbar. Eine Vielzahl von Menschen. Ja, und jeder ist anders, jeder schwingt anders, jeder, aber alle haben eins gemeinsam und das ist die Angst. Das ist die Angst um mich, also um sich selber, die Angst um mich. Ich habe Angst um mich. Ja, was das mit einem macht. Das ist ja die erste Angst, die wir praktisch haben, ist die Angst zu verhungern, ja? Die Angst ausgestoßen zu sein aus der Herde. Und die Angst vor dem Tod. Das ist so. Genau. Und da sind wir wieder beim Umfeld. Das Umfeld prägt unsere Psyche. Ja? Der Druck von außen. Ich weiß gar nicht, was die heutigen Kinder alles aushalten müssen. Wie sie sich anziehen müssen, schminken müssen, Haare, Nägel. Alles muss perfekt sein. Und sonst bist du ausgeschlossen. Mhm. Oder? Das ist ja Wahnsinn. Genau. Unfassbar. Genau. Tut mir richtig leid. Genau. Und das ist ein Segen und ein Glück, wenn man gesunde Kinder hat, die auf der Spur bleiben. Ganz genau. Du, jetzt zurück zu deiner künstlerischen Art nochmal zurück. Wenn du so zurückschaust, welche Stars, denen du begegnet bist, zum Beispiel, siehst du so als ein bisschen als dein Idol, ja, oder als authentisch? Also jetzt nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch. Ja, also da gibt es also wirklich tolle Menschen. Wer mich sehr, sehr fasziniert hat damals, war Liz Mitchell von Bonnie M. Mhm. Liz Mitchell ist ja auch gestorben, glaube ich, mittlerweile. Ich war eine hochspirituelle Frau. Ja, hochspirituell. Die Frau, also mit der habe ich stundenlange Gespräche geführt. Ja, über Gott, über die Welt, über das Leben, über die Menschen. Eine unglaubliche Persönlichkeit.
Also hat mich sehr beeindruckt. Wer auch mich sehr beeindruckt hat persönlich, ist Otto Waalkes. Ja. Otto Waalkes. Der ist so vernünftig, der ist so brillant und gescheit. He? Ja, also ein unglaublich kluger Mensch. Ja, der müsste eigentlich ein Bundeskanzler sein. Aber auch ein sehr tiefgründiger Mensch. Mhm. Sehr tiefgründig, ja. Und das ist, ich liebe das. Wenn ich einen Menschen anschaue und sehe, da ist so viel Tiefe, mhm. Er zeigt da nicht, aber ich sehe sie und ich spüre sie, ja. Und es ist natürlich auch immer, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann willst du das natürlich auch nicht so zeigen. Ja? Du willst es nicht zeigen, weil du dann angreifbar bist. Oder du glaubst, du bist angreifbar. Das sind Glaubenssätze, ja. Wer mich auch total wahnsinnig fasziniert, ist Nena. Hm. Nena ist einfach ein wunderbarer Mensch. Ja? Viel erlebt. Viel erlebt und die schwingt ganz, ganz hoch. Hm. Ja? Also die ist unglaublich spirituell auch unterwegs und das lebt sie auch. Sie lässt die Menschen, wie sie sind und sie nimmt die Menschen, wie sie sind und sie ist halt eben... Sie ist sie und die anderen sind die anderen und sie liebt die Menschen. Und das ist es. Ja? Du darfst wirklich in die Liebe gehen. Selbst wenn du jemanden nicht magst, liebe ihn. Dann hast du gleich ein ganz anderes, also aus einer anderen Perspektive heraus, liebe einen Menschen, auch wenn du ihn nicht magst. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Mhm. Johnny Logan, cooler Typ, also wahnsinniger Sänger, ich werde nie vergessen, hat mich sehr fasziniert, stand auf der Bühne, Technik versagt und dann fängt er an, Hold Me Now, a cappella, ohne Musik, ohne alles. Der Raum war voller Musik und das ist das eben. Der Raum hat geschwungen, ja, also du hast wirklich diese Frequenzen überall gespürt, ja. Der hat einfach gesungen, ja, und das ist auch der Unterschied zwischen einem Künstler und einem Dienstleister. Ja, es gibt viele Künstler, die sind auf einmal Dienstleister. Ja, wo du das Gefühl hast, das Künstlerische ist so ein bisschen verloren gegangen. Aber sobald ein Künstler ist immer bei seinen Wurzeln, ist immer im Minimalismus funktionieren. Ne? Ja. Und er bleibt sich treu, oder? Genau. Mhm. Hat mich sehr, sehr fasziniert. Das habe ich beim Sido, sehe ich das auch immer so. Der ist auch sich treu. Ah, der ist, wer er ist und so bin ich. Ja, Punkt. Ja, sei du, ne? Ja. Sei du. Du bist Mensch, du kamst nackt, du gehst nackt und du hast, genau, du bist du, du hast diese Aufgabe hier. Lebe sie. Ne? Und es gab tolle Menschen dabei. Es gibt Menschen, da, denen war ich jetzt nicht so nah. Lass mich überlegen. Daniele Ganser. Ja, gut. Den kennen wir Schweizer natürlich alle gut. Das ist eine große Menschheitsfamilie. Ja, genau. Der kommt rein und ist da. Ja, ja. Den siehst du sofort. Ja, ja. Der Raum hat eine ganz andere Frequenz, wenn er auftritt. Mhm. Und das ist das auch Dr. Bhakti zum Beispiel ist so ein Mensch. Da siehst du einfach die Frequenz, in der der schwingt. Na? Ich weiß noch, die ersten Videos von Dr. Bhakti, wo du das Gefühl hast, der schwingt irgendwie anders. Der ist aber die Spiritualität war immer mitgeschwungen. Also diese buddhistische Auslegung hat mir immer sehr wohl getan und gut getan. Mhm. Fand ich schön. Ja, und du weißt nie, was für Interessen hat ein Mensch. Du weißt nie, wie ist ein Mensch aufgestellt? Hat er irgendwelche Hintergedanken? Aber du spürst, ne, das ist mir so wichtig. Also ich fälle nie ein Urteil über einen Menschen, solange ich nicht vor ihm gestanden habe. Ja? Ich bin da sehr resistent gegen irgendwelche Vorurteile oder irgendwas, was ich von außen höre. Ich möchte mit einem Menschen sprechen, ich möchte ihm in die Augen schauen, denn da sehe ich, wen ich vor mir habe und was ich vor mir habe. Ich habe diese Frage extra so ein bisschen reingebracht, weil ich hatte vor 20 Jahren, war ich zu einem Geburtstag eingeladen von Bill Ramsey. Und da waren sehr viele Leute da, große Namen, große Künstler. Mhm. Und es war alles gratis und nach etwa einer Stunde war alles besoffen. Jeder hat sich vollgetrunken und jeder wollte mit mir ein Foto machen, obwohl vor 20 Jahren hat mich keine Sau gekannt. Mhm. Nur Bill Ramsey hat mich gekannt, sonst niemand. Aber jeder wollte mit mir Fotos machen, weil ich könnte ja wichtig sein.
Und ich habe diese Oberflächlichkeit erlebt. Das ging mir so unter die Haut. Ich wollte mit denen allen nie mehr was zu tun haben, weil es einfach nur, die haben sich alle prostituiert. Genau, genau, das ist es. Es ist wirklich Prostitution. Ja? Und was, das ist mir auch aufgefallen, ja? vielmals aufgefallen. Gerade auch je hochwertiger in Anführungsstrichen die Veranstaltung war, desto mehr ist das Niveau gesunken im Laufe des Abends. Ja? Und das hat mich auch immer abgeschreckt. Ja? Und das ist etwas, da passe ich auch überhaupt gar nicht rein. Ich trinke auch keinen Alkohol. Ja? Nicht mehr. Ja? Ich habe früher schon, man trinkt da mal einen Sekt mit. Und das ist auch etwas, du wirst praktisch so mitgezogen. Ja? Du kommst gar nicht da drum rum. Ja? Du bist ausgeschlossen, wenn du da nicht mittrinkst. Ja? Und ich frage mich auch, woher kommt das? Es ist einfach ein Betäuben. Ich glaube, es ist wirklich ein Betäuben bei vielen, weil sie eben auch sich ihre eigenen Themen nicht anschauen. Ja? Also es ist viel Ego, ganz, ganz viel Ego. Und genau, also im Prinzip sind da ganz, ganz viele Menschen dabei auch, die in ihrem Selbstwert sehr niedrig schwingen. Ja? Also das geht da wirklich immer um die Aufpolierung des Selbstwerts. Ja? Durch das, was ich habe, durch das, was ich bin, durch meinen Namen, durch ich bin der und der und ich habe schon mit dem und dem Kaffee getrunken. Und darum geht es. Ne? Und das ist so unecht. Das ist einfach unecht. Was auch unecht ist, das ist mir immer wieder aufgefallen, ist die Beziehung zwischen Manager und Künstler. Wenn man einfach mal schaut, was ist ein Künstler für ein Mensch? Ein Künstler ist ja ein ganz empfindsamer Mensch, ja, der schon immer, seitdem er auf der Welt ist, eigentlich das Gefühl hat, er ist anders. Ja? Und das sind ganz empfindsame Menschen, die dann irgendwann im Laufe ihres Seins, ihrer Karriere ja auf den Manager-Typen stoßen, der oft so ein bisschen narzisstische Züge hat, ja, und an dem Künstler auch zehrt. Ja. Und das sehen wir auch bei vielen Künstlern. Amy Winehouse ist für mich ein klassisches Beispiel. Elvis Presley war für mich ein klassisches Beispiel. Diese Menschen sind ausgesaugt worden. Die sind im Mangel gewesen, komplett durch dieses Gegensätzliche, ja, der Künstler will das Schöne, der lebt für die Kunst, der lebt für die Menschen. Und der Manager lebt halt eben dafür, dass er den Künstler antreibt, dass das Geld reinkommt. Und dieser Verfall, den ich da bei vielen Künstlern oder den wir bei vielen Künstlern beobachten, ich glaube, das geht aus dieser toxischen Beziehung auch hervor. Zwischen Management, Künstler, dann kommen die Medien dazu. Du darfst nicht sagen, was du denkst. Du darfst nicht singen. Vieles ist Playback. Ja? Das ist wirklich unnatürlich für einen Künstler. Ja. Ja? Ich will kein Playback singen. Ich will nicht in eine Fernsehsendung kommen und Playback singen. Ich bin nicht perfekt, ich bin Künstler. Ja? Und ich glaube, das macht vielen Künstlern zu schaffen. Und da musst du dich irgendwann entscheiden, ob du Künstler bist oder Dienstleister. Und ich wollte nie Dienstleister sein. Ich habe mit, da war ich 17, 18, habe ich auch Verträge bekommen, ja? Plattenverträge bekommen, die meine Mutter damals, wo meine Mutter mir damals verboten hat. Sie hat mir eigentlich wenig verboten, aber sie hat damals gesagt, das machen wir nicht, das machst du nicht. Du begibst dich in ein Gefängnis. Und das ist es. Ja, ich will kein Gefängnis leben. Ich bin frei. Ich bin ja, Geist, Freigeist. Ja? Und das ist das, was viele Künstler nicht bedenken. Da ist das Ego da manchmal auch sehr groß und da spielt auch oft, ich glaube, auch das Umfeld mit. Die Familie will dann. Die Familie sagt, mach das doch. Ne? Und die Familie ist so stolz und man will geliebt sein. Und man will, darum geht es ja. Es geht ja darum, geliebt zu sein. Bitte, ja. So mich muss keiner lieben. Ja? Ich liebe mich selber, wie ich bin. Man darf mich lieben. Aber wenn mich jetzt keiner liebt, dann liebe ich mich trotzdem. Ja? Du wirst heute von deinem Mann gemanagt, oder? Was heißt gemanagt? Nee, ich mache das eigentlich alles selber. Alles, was ich in meinem Leben mache, mache ich komplett eigenverantwortlich. Aber was mein Mann tut, ist etwas sehr Schönes. Er trägt mich. Ja? Denn ich bin natürlich als Künstlerin auch manchmal sehr emotional. Ja, also das ist Wahnsinn. Ja, also ich bin sehr, sehr emotional. Ja, das höre ich bei allen Künstlern. Ja, und
ich stehe mir auch, wenn es ums rationale Denken geht, wenn es um diese logischen Dinge geht, auch um Planung, stehe ich mir immer selber im Weg. Ich kann überhaupt nicht planen. Ja, das macht mich wahnsinnig. Das macht mein Mann. Ja, er plant dann alle unsere Wege und er trägt mich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt auch gerade in den letzten 3 Jahren wäre der nicht gewesen, hätte ich auch gar nicht so arbeiten können. Und das ist eben auch, da haben sich wirklich, das ist immer wieder bei der Frequenz, wir sind, als wir uns das erste Mal sahen, sofort miteinander in Resonanz gegangen. Wir schwingen gut zusammen. Yin und Yang. Ja, wir sind wirklich eine Einheit. Und das ist ja auch das Schöne, ja, Mann und Frau. Ja, eine Frau schwingt auch ganz anders als ein Mann. Ja? Und wenn beides zusammenkommt, wenn die Frau ihre Weiblichkeit leben darf, wenn der Mann seine Männlichkeit leben darf, dann passiert etwas sehr Schönes. Dann passiert ja Einheit. Ja? Und das ist etwas, was sich gerade eben auch verschiebt in unserer Gesellschaft. Ein Mann darf nicht mehr Mann sein. Eine Frau darf nicht mehr Frau sein. Es gibt nur noch Mitte. Ja, das ist das Problem. Ja, wer bin ich? Die meisten Menschen haben ja schon damit Probleme, diese Frage zu beantworten. Weißt du, wenn ich die Leute anderer moderiere, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann kriege ich schon die Feedbacks, ich soll aufhören zu gendern. Ich gendere doch nicht, bitte! Wir schlendern. Die wissen nicht mal, was gendern ist. Nee, das ist alles, es sind einfach Dinge... Wir werden abgelenkt. Wir werden einfach abgelenkt. Durch Dinge, die unwichtig sind. Und ich frage mich immer, wenn mir etwas Neues begegnet oder wenn mich Ärger, wenn ich mich über irgendetwas ärgere oder ich frage mich immer, ist es in 2, 3 Jahren noch wichtig? Ist es nächste Woche noch wichtig für mich? Ist es überhaupt wichtig? Ja? Wenn ich wütend bin, ich merke, ich bin wütend. Ich mich frage, ist es in 10 Minuten noch wichtig? Nee, es ist nicht wichtig. Was mache ich? Ich hole mich zurück wieder in den Parasympathikus. Eine gesunde Gleichgültigkeit. Es ist alles gleichgültig. Es ist alles okay. Ja. Deutsche Sprache, gute Sprache, schöne Sprache. Gleichgültig. Es ist alles gleich und gültig. Ja, es ist alles okay. Wusste ich gar nicht. Ja. Mir auch gerade erst. Das ist mir gerade eingefallen. Aber das ist eben auch, weißt du, die Verbindung. Man ist ja immer mit allem verbunden, mit dem großen Ganzen. Ne? Mhm. Das ist unfassbar, ja. Oder du denkst an etwas, du denkst an jemanden, auf einmal kommt er um die Ecke. Warum ist das so? Oder du hast jemanden lange nicht gesprochen, einen Freund, den du gerne mal wieder sprechen würdest und zack, ruft er dich an. Ja? Wir sind immer miteinander in Verbindung. Ja? Das ist alles Frequenz. Ja. Wer weiß, wie das funktioniert? Keine Ahnung, aber sie funktioniert, ja, diese Frequenz. Spulen wir wieder 30 Minuten zurück, da war die Aussage von dir da, dein Opa. Mein Opa. Hatte Tränen in den Augen, als du gesungen hattest. Und heute bist du therapeutisch tätig als Mitfrequenzen. Hättest du dir das dazumals je vorgestellt oder gedacht, was aus dir wird? Ja. Schon, ja? Ich wusste das. Ich wusste als Kind schon, dass ich Sängerin werde. Ich wusste als Kind schon, dass ich irgendwann einen Mann haben werde, der so aussieht wie mein Mann. Ich wusste auch als Kind schon, dass ich irgendwann in die therapeutische Richtung gehe. Und ich wusste als Kind schon, dass ich sehr alt werde. Und das ist eine tiefe Gewissheit, die ich habe, wobei das nicht unbedingt eine große Rolle spielt für mich. Ich muss nicht alt werden. Ja? Wenn ich jetzt morgen gehen müsste... Ja, wechseln müsste, wäre das auch okay. Dann war es gestern schön. Nichts verpasst, ja. Wir haben alles gemacht, was wir konnten. Gell? Aber es ist einfach so eine tiefe Gewissheit. Mhm. Ja? Ich sehe mein Leben ganz klar vor mir, schon immer, als hätte es mir einer mitgegeben, als Manuskript, als Drehbuch. Ja? Und ich staune immer wieder. Und wenn ich mein Leben jetzt, und das darf auch jeder mal einfach machen, wenn man das Leben einfach auch mal zurück sich anschaut, war's gut, ja? Ja, und das eine kam zum anderen und es ist wie ein roter Faden, der sich so durchzieht. Und wäre das alles nicht so gewesen, wie es war, wären wir heute nicht dieses Upgrade, das wir sind. Wir sind heute ein Upgrade von dem, was wir, um es mal so auszudrücken, ja, wir sind heute die beste Version von uns, die es jemals gab.
Aber wenn du nochmals in die Phase reinschaust, wo du so viele Auftritte hattest und in allem Fernsehen warst, beim ZDF und überall, kam da nicht der Punkt, wo du sagst, jetzt bin ich, glaube ich, nicht mehr ich, wenn ich jetzt so weitermache, jetzt muss ich aufhören? Genau. Da kam plötzlich, so wie ein Spiegel, jetzt geht es nicht mehr. Die wollen von mir Dinge, das bin nicht ich. Ich war immer da muss man stark sein. Ja. Ich war so oft traurig. Ich war traurig auf der Bühne, Silvester, wenn glückliche Pärchen miteinander getanzt haben, angestoßen haben. Wenn ich Silvester irgendwo auf der Bühne stand, habe meine Familie um 12 Uhr angerufen und gesagt, frohes neues Jahr. Ja? Ich war traurig an Weihnachten, ersten Weihnachtsfeiertag, zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn ich irgendwo unterwegs war. Ich habe das zwar geliebt, ja, ich liebe, was ich tue, immer. Aber dieses... Doch einsam. Ja, einsam. Man ist einsam. Das sind äußere Werte und innere Werte. Das ist nicht das Gleiche. Und ich glaube, wenn man dann schlecht verbunden ist oder wenn man dann in seinem Selbstwert nicht ganz stabil ist, ich glaube, dass das problematisch werden kann. Und das passiert ganz vielen. Viele berühmte Menschen sind so einsam und traurig. Genau, diese Einsamkeit. Und man sagt immer, ja, was will der denn? Die haben ja Geld, die haben ja auch... Sie wollen eigentlich nur Liebe. Was ist Geld? Sie wollen nur Liebe. Ja, das ist es. Mhm. Es geht immer nur darum, liebt mich. Mhm. Das ist wieder das klassische Beispiel. Amy Winehouse war für mich eine Person, die danach geschrien hat, liebt mich. Ja? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Und wenn dann der Agent anruft und es gibt ja dann auch verschiedene, ich habe mit verschiedenen Agenten gearbeitet, verschiedene Agenturen und die lieben dich alle ganz besonders, wenn du dann funktionierst. Mhm. Und dann ruft dich einer dieser Agenten an und sagt, ja, es ist alles wunderbar, wir bräuchten aber jetzt für die Veranstaltung jemand, der nur Helene Fischer-Songs singt. Ja, ich liebe Helene Fischer. Helene Fischer ist eine großartige Persönlichkeit. Ich war gerade im Konzert in Zürich. Also, was die Frau macht leitet, eine Show. Wow. Das muss man erst mal nachmachen. Ja? Also, wunderschön, sie singt auch wunderschön. Ja? Aber ich bin nicht Helene Fischer, ich bin die Sarah Bennett. Wenn dann aber ein Agent kommt und sagt, pass mal auf, wenn du so eine Helene Fischer Show anbietest, dann garantiere ich dir 40, 50 Jobs im Jahr. Ja? Und wenn du jetzt monetär unterwegs bist und du nimmst das an und du machst nur noch das, du bist nicht mehr du selber, dann verschiebt sich was. Dann verschiebt sich was. Und dann willst du das irgendwann nicht mehr. Und das ist mir passiert. Ich habe dann diese Helene Fischer Show angeboten. Auch, und das bin ich ja gar nicht. Ich bin nicht Helene Fischer. Ich bin eben dieser Spagat. Ich bin der Spagat zwischen Klassik, Pop und Rock. Mhm. Und ich bin nicht angepasst. Ich bin immer anders. Ich bin heute anders, als ich gestern war. Und das ist gut so. Und das hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, nein. Und dann kam ja diese wunderbare Corona-Zeit, ja? Wo ich ein Segen für mich. Du kommst aus dem Hamsterrad raus. Ja. Natürlich. Du konntest die neue Berufung eigentlich ausleben. Genau. Hä? Und ich habe das auch geahnt. Ja, ich habe das auch geahnt, dass sowas kommt. Ich bin sehr, sehr feinfühlig in dieser Richtung. Und ich bin ein Jahr vor Corona ja nach Luxemburg gegangen. Von Deutschland nach Luxemburg. Ich liebe Deutschland. Ja. Deutschland ist so ein schönes Land. Ja. Und ich habe so gerne dort gelebt. Aber für mich war es wichtig, jetzt aus Deutschland rauszukommen. Bin dann nach Luxemburg gegangen und das war für mich ganz klar, jetzt fängt ein ganz neues Leben an und genauso war es auch. Genauso war es. Ja. Danke ganz herzlich. Es ist mal schön, einfach die Gedanken zu hören einer Künstlerin, das hoch und tief ist, raufging und die Veränderungen und die schönen Seiten, aber auch die Schattenseiten mal zu hören. Ja, genau. Genau. Danke ganz herzlich fürs Teilen. Und ich hoffe, wir bleiben weiterhin in Kontakt. Mhm. Und ich habe es ja auch schon in einer ersten Sendung mal gesagt, vielleicht haben wir die Chance, AWAT 2024 auch mit dir zusammen zu machen. Wer weiß, wir arbeiten daran und vielleicht passt es auch mit dem Datum. Liebe Sarah, alles Gute, gell? Und bis ein anderes Mal. Dankeschön. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was wir heute vermitteln wollten, war ein bisschen Geschichte, um Sarah Bennett zu vermitteln, aber auch, wie bedeutsam die 440 Hertz und die 432 im Vergleich sind. Also wenn Sie sich da wirklich mehr auf 432 Hertz orientieren, insbesondere dann, wenn der Gesundheit nicht zu besten ist, dann ist das sicherlich sehr, sehr förderlich für Ihre Gesundheit, denn der Parasympathikus lässt Heilung zu, wenn wir in der richtigen Stimmung sind. Also nutzen Sie die Musik, die Klänge und lassen Sie sich was Gutes tun. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.